Ein Moin und ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge hier auf der MF Marsch im LS22 im Logistikprojekt mit mir und dem lieben Ostra TV. Wahnsinn. Und dem lieben Fabi. Hallöchen. So, wir müssen gleich was gerade stellen. Fabi, du fragst dich, warum 4, oder? Was, warum 4? Folge. So. Nö. Also, okay. Ja, weil du gerade gesagt hast. Nee, ich glaube, ich war was anderem. Ja, weil ich hier vorne so auf der Trittleiter sitze, bei dem Schlepper als Beifahrer. Kannst du nicht tauschen? Für 1000 Liter brauchst du nicht fahren. Nö. Oder N war ja Beifahrer? Ah, nee, STGG. Na doch, ich kann wechseln. Das ist ja auch cool eigentlich. Ja, von der Kameraperspektive ist geil. Nur, dass einer Fuß ein bisschen schwebt. Also, dich auf dem Dritt ist. Ja, einer. Na gut. Ja, der ist abgelegt oben auf dem Brett. Ja, ich meine den linken, den langen. Ja, der ist abgelegt auf dem Brett. Ja. Dadurch schwebt er unten an. So, Leute, jetzt reparieren wir. Lackieren wir. Reparieren? 70.300 gibt der jetzt. Spannst du die Raupen eigentlich dadurch, dass du die Räder weiter auseinander machst, oder wie machst du das? Ja. Ist ja, das ist ja ein Zylinder. Ja, deswegen. Das rechnen wir jetzt kurz aus, Leute. 77.400. Okay, dann haben wir 77.400, 78, 82, 102.000. Nachlackieren sollte der bringen. Und was bringt der? Ja, 104.000, 2.000 Euro, Fabi, siehst du? Ja, wow. Hallo. Hey, 13, das wäre schon lustig, auch, ne? Jetzt muss Ossi demnächst mal einen neuen Schlepper kriegen. Ja, ist so. Ach, stimmt, die 9R. Stimmt, die 9R. Den 8RX. 9RX. Oh. Ui, hey. 42 Stunden hat das Ding drauf. Geht schon Wind ab. 9RX. So. Ah ne, der 9RX hat mehr Leistung sogar. Ja, klar. Oder den T9. Nee. Der hat nochmal 10 PS mehr. Ja, oh nee. Nicht mehr, der Knickgelenkte? Ja, der T9 ist der Knickgelenkte. Der hat nur 10 PS mehr? Er hat 12, okay. Ich dachte, da sind schon mehr Unterschied. Kriegt der 500 PS so rum? Ja. 682 zu 670. Yo! Da weiß ich schon mal, wenn der angebebt kommt, ne, dann machst du mal Platz mit deinem kleinen Wumpfelchen da. Dann machst du Platz, ja. Weiß gar nicht, du hast jetzt eine 8RT-Raupe, ne? Mhm. Ja. Was geht denn überhaupt hoch? 458 PS, ja, okay. Schön. Vor allem, wir stellen jetzt alle Schlepper gerade um. Wenn Ossis jetzt auch noch umgestellt werden würde, dann müssen wir mal gucken mit Pflegebereifung. Ja. Das stimmt. Das doch geht. Kann ich Pflegebandlaufwerke drauf machen. Achso. Sie sind sogar kostenlos. Jackie stellt einfach seinen Schlepper mitten in die Pampa hin. Nee, wir müssen ja jetzt sowieso arbeiten. Oder müssen wir Vorsprung? Was willst du denn jetzt anziehen im Januar? Dann das müssen wir. Bis März schlafen. Alter, als wenn Schlafen jetzt so unfassbar anstrengend ist. Vor allem, du hast vorhin vorgespult. Soll ich mal aufzählen, wann ich immer vorspule? Geil. <Gar nicht. lacht> Ja, blöd gelaufen, ne? Ne, wir müssen gleich bis April durchspulen.
Hey, machen wir April. Dann können wir Hafer und gleich Dings aussehen. Ja. Sojabohnen. Ah, oh, da freue ich mich drauf. Da hänge ich schon mal die Saatmaschine hinter. Ich bin ein bulliges Gerät, das jetzt ist. Und er hat wieder Enter gedrückt. Ich hab mich Enter gedrückt, was denn? die Sojabohnen werden erst im Juni verkauft. Ah ja. Schön. Oh, mit einer Raupe im Schnee. Alter. Ey! Ein Luftballon. Ah. Irgendwas war im Angebot. Im Sonderangebot hier. Also, bester Preis so. Wir müssen auch gucken. Mit hier, wie heißt's? Alter, so ein Giga-Trailer ist im Angebot. Wir müssen die Schafspaletten wegtun. Sind beseitigt. Und mit den Produktionen müssen wir gucken. Ja, gut. Die laufen aber beide noch. Muss ich was sagen, also. Warum sind wir nur um 5 Uhr? Ah, hast du eingestellt? Zack. So. Hä? Achso. Wo ist es geil? Achso. Was ist denn da los? Ich wundere mich gerade, hä? Warum ist kein neues Sonderangebot da? Ich kann aktuell nicht schlafen. Oder? Es ist im gleichen Tag. Und jetzt gehe ich in den Schlaf. Ja, jetzt ist neu! Nein! Lass mich mal machen, lass mich mal. Hä? Ich komme gar nicht in den Trigger rein. Ja, warte, lass mich. Ist einfach zu frech. Ich kann nicht schlafen. Ich darf überhaupt gar nicht an den Trigger ran. Hä? Ich hatte bis 10 geschlafen, chill, das war vor. So, welche Felder sollen wir so, ja? Voll machen. Ne, keine Ahnung. Ja, zwei Felder auf jeden Fall. Und ein Feld brauchen wir im Strom. Ich würde mal sagen, das ganz große. Ich hab was im Sonderangebot. Hallo, ja, doch. Können wir sogar leisten. Ja, was, 8000 Euro, los geht's. Okay. Kaufen. Ich hab dir gleich angerast. hier, wie heißt? Ladewagen fahren, gib ihm. Das ist ja schon geil. So, jetzt. Ich darf dann gar keine Trigger mehr anfassen. Dann fahr ich aufs Feld 7 und los geht's. Jo. Ja, Tom, wie scheiße das in der Hose ist, nicht so schlimm, oder? Doch, ich wollte meine Raupen wieder normal machen. Selber schuld jetzt. Jetzt hast du kaputt gemacht. Das sind die Hilfe! So, die Pflegeraupe muss losfahren. Das sieht mal Witz. Ey, warum jetzt schon? Ah, nee. Der düngt ja sowieso mit. Ja. Yeah. Hä? Warum hast du die Drille an? Ich hab immer noch kein GPS. Ja und? Mit dem Profil. Ja, genau. Gut. Ich würde sagen. Ah, da wird noch. Alter! Kurze Pause. So, tut mir leid, sind wir jetzt zurück. Ja, dafür können wir halt, wie gesagt, nichts. Was sehe ich an? Du siehst da Hafer an, oder nicht? Hafer, okay. Reicht das auf dem kleinen Feld nur Hafer und Stroh? Ups. In welchem Feld bist du? Nee, aufs Feld 1. Nee, da muss Sojabohnen. Aber okay. Lass mir das Feld doch. Ich mach die beiden und du machst das große. Nix. Wofür haben wir die große Drille gekauft? Weil die kann kein Hafer. Ein Vogel.
Hilfe! Ich kann hier mit nicht drehen mit dem Gespann, dann bockt er sich immer auf. Genau, Digga. Digga. Also ich glaube, dieser Rübenroter hat in diesen Folgen fast gar nichts bezweckt. Ja, das ist auch gut. Wenn wir Geld hätten, hätte ich gesagt, wir mieten besser ein. So, Starterin oder? Ich will erstmal Hafer hier finden, Alter. Alter! Junge, diese Hafermaschine macht ja mal übel weg. Ah, Junge, Junge, Junge. Och nö. So, sind wir zurück? Ja. Das tut uns wirklich leid, oder? Aber da können wir wirklich nichts dafür. Das ist die Portal-Sache. Ja. Alter, ich hatte gerade so Angst. Ja. Hi. Da wohl ich. Oh, sie ist wieder am Rübenroden. Mit CP. So, ja, ja, ja. Rum, rum mit dem Boot. Rum, rum mit dem Boot. Ja, gezuckelt hier. Kann, doch, ich kann wohl was machen. Ich habe mich gerade schon wieder erschrocken. Mhm. Halt, vielleicht sollte ich die Schläuche wieder dran machen. Vielleicht sollte ich gucken, was jetzt wirklich Hafer ist, weil ich habe keine Ahnung. Das sind diese komischen Pizzles-Dinger, okay. Du siehst trocken an. Steht da oben, ja. Ah ja! Du lässt was liegen. Wie? Das ist jetzt mehr Escape für dich. Check dir das mal. Ja, ich hab die Symbole verglichen. Ah, wow. Diggi. Ja, was ist denn los mit deinem Klassilator? Ja, man kann nicht richtig einschlagen, dann kommen die drei Punkte an das Ding an. So, jetzt aber richtig los. Ja. Ach ja, ist das schön. Es sind neun Leute. Neun Bahnen sind das ganze Feld hier. Ei haben wir jetzt gleich. Das heißt noch 7 Bahnen und das Feld ist schon angesehen. Und man kann 18 km/h fahren. Also das ist schon behindert, diese Sattmaschine. 18 km/h fahre ich auch. Du musst doppeln. Also du fährst 9 km/h für mich zu schlagen. Also du müsstest 36 fahren. Ich will so ein wie heißen die? Bettner Speedcard haben. Also was du mal alles haben willst, ey. Ja, das ist diese Drille im Prinzip. Da hast du vorne die Drillenkombination als eigenständiges Gerät. Ja. Hinten dieser kleine Tank, den du jetzt hier hast, den hast du als auch eigenständigen Wagen. Mhm. Damit geht vorwärts. Wie Arbeitsbreite kriegst du da hin? Ja, lass mich kurz nachgucken. Ne, Bettner ist das ja gar nicht. Zukunft, ach, wie heißt wenn wir sehr viel mehr Felder dazu kriegen, Leute, wäre es nicht verkehrt, noch so eine zweite zu kriegen. Die Marke ist Borgold. Ach. Ja. So. Für normales Getreide haben wir ja unsere 8 Meter Drille, die ist ja nicht schlecht. 12 Meter, das ist 18 Meter, das ist 30,5 Meter. Jo. Das ist 23,2 Meter. Boah, check, ich klappe mal ein Spurwasser aus. Allerdings, die Preise dafür sind dann halt auch, da wenn man auf
23 Meter geht, sind 270 plus 270.000. Jo. Checky, klapp mal so einen aus. Ja, warte, mach ich. Boah, Alter, hast du auch da für Dünger jetzt durchsprayt? Ja. Logische Arbeitsweite halt. Warte mal, Y. Wie geht denn das jetzt nochmal? Y? Ja. Über eine Taste. Ich habe gedrückt, was geht denn? Hä? Sämaschine zuklappen, Sämaschine heben, Sämaschine anschalten. Hä? Entladen. Wo ist die Karte und links der Schläuche dran? Dann. Die Schläuche sind dran. Nee, bei mir sind sie ab. Ah, nee, die Schläuche sind. Die Schläuche sind ab. Aber ich kann die ganze Zeit gewinnen, das ist wichtig. Ja, wenn die läuft, dann läuft sie. Guck mal, wie viele Hydraulikanschlüsse ich schon brauche. hab ich auch mal bewährt. Und ihr braucht 4. Oh, knapp. Warte. Also, ja, Vor- und Rücklauf, also eigentlich 2. Ja, ich hab 30 Bahnen hier. Jetzt? Oh. Nein! Du hast schon, der Spurras braucht extra Reifen. Ja, guck mal. Aber dieser Spurras, den siehst du auch. Der ist voll breit, oder nicht? Ja, siehst du. Also auf der Ruf Bergmann, der weniger. Was ist für ein Leute für Klappmechanismus ist? Ja, das ist geil. Ja. Aber gut. So. Warst du dran oder ich? Ich glaube, ich war dran. Ja. Aber gut, meine Freunde, ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, das Like nicht vergessen, Abo da lassen und unbedingt zunächst mal vorbeischauen. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.